Hallo, willkommen, Joe Stipper hier bei uns in Giengen bei Schlagwerk. Hey. Was sind denn deine Lieblinge in unserer Linie? Ey, das ist ganz spannend. Also ich glaube, ich habe so ein Instrument, wovon gar niemand oder fast niemand weiß, dass das so richtig geil ist und dass das in eurer Reihe existiert. Okay. Und zwar ist das die Marimbula. Das ist so, für alle, die es okay. noch nicht kennen, sehr speziell. Eine Monster-Kalimba. Und diese Kalimba, das ist natürlich nichts, was ich jetzt live auf der Bühne spiele, aber vielleicht passiert das auch noch. Das ist jetzt bei vielen Albumproduktionen, sogar auch bei irgendwelchen sehr modernen Rap-Beats, Trap-Beats untergekommen, mit dem Design ich tatsächlich besse. So, das ist wie eine überdimensionierte Kalimba mit riesigen Metalllamellen, die kann man tunen. Das heißt, ich kann Basslines einspielen und die oktaviere ich dann manchmal noch nach unten und kriege damit so richtig fiese, sehr eigene Bässe. Ist mein persönlicher Favorit. So. Das ist richtig, richtig großartig. Und auch, das ist dann ziemlich schnell auf Nummer zwei, sind die Rahmentrommeln. Die sind eben auch sehr spannend, weil ich dann unterschiedliche Elemente drauf ablege und somit nochmal spannende Sounds kreieren kann. Genau. Das sind meine Lieblingsinstrumente von euch. Gerade bei der Marimbula kann ich mir gut vorstellen, wenn man die nur ein bisschen durch den Signalweg jagt, dass da einige schräge Sachen rauskommen, die wirklich interessant sind. Ey, auf dem neuen Album, da ist ein Track drauf, da ist eigentlich die Main-Melodie und der Bass ist eigentlich alles Marimbula. Okay. So der ganze, das essentielle Element von dem Song, was so überpräsent ist, so omnipräsent, das ist alles mit Marimbula-Design. Und ich bin ja auch jemand, ich verbinde sehr viel Organisches mit diesem Urban Sound. Also bei mir ist wirklich Future Bass Beat oder Trap Beat trifft auf Alternative Indie Welt. Und da ist es natürlich Gold wert, wenn ich zum Beispiel jetzt eher fette, komprimierte Drums dann auf so eine Bassline aus Marimbula treffen lasse. Die Drums klingen nach Club und der Bass schiebt auch wie Hölle, aber er hat trotzdem diese Obertöne, das Obertonspektrum, was so einen Himmel aufmacht und dann sehr tribal anmutet. Also das hat so einen richtigen Tempelcharakter. Yeah. When the moon's passed, I feel sorry, I know. But the demons in me, I've no control. When the night's dark, I feel guilty, I know. The little monster in me, once more. Drittliebstes Instrument, das muss man unbedingt sagen, ist, könnt ihr in diesem Paris-Video von mir, was wir hier in der Factory gedreht haben, sehen. Drum. So. Macht mega viel Sinn, einfach mal in die rechte Hand am Drumset so ein Mallet-Klöppel zu nehmen und kleine Pentatonik-Melodien zu spielen und dann Fat Backbeat mit der Snare und so. Mache ich gern. Mit einigen großen Künstlern oder größeren Künstlern auch getrommelt, produziert. Da war Bowser dabei, Crow, ein paar andere, Convoy oder Convoy. Auch dein Solo-Projekt, Jame. Genau, ja. Das läuft ja alles ganz gut soweit, wie ich das so am Rande mitkriege. Was hast du da so die letzten 6 Monate gemacht? Tatsächlich so ein bisschen arg viel mehr produziert, habe mein zweites Album von eben diesem Solo-Projekt von Jame geschrieben und fertiggestellt, habe einige Nummern für andere Artists, welche im Stoner Rock, Pop und Rap-Bereich unterwegs sind, produziert und nebenbei, ganz nebenbei, so mein
meine Studioinfrastruktur ein bisschen erweitert um richtig geiles Writing-Studio, was ich in einem alten mittelalterlichen Pulverturm gebaut habe. Alter Pulverturm? Yes. Das ist ja cool. Voll. Wie bist denn du als Drummer, Produzent und nicht typischerweise Percussionist zu Schlagwerk gekommen? Das Ding ist, ich bin früher ja ausschließlich Drummer und Percussionist gewesen. Das war auf der Musikmesse in Frankfurt, glaube ich. Ja, das war da. Da hat mich ein großartiger Kollege, der Jens-Peter Abele, der betreibt die Tone Temple Studios in Stuttgart, den habe ich durch Zufall auf der Musikmesse getroffen. Dann meinte er, hey Joe, ich muss dir ganz dringend großartige Menschen vorstellen. Und dann sind wir zum Schlagwerkstand gegangen. Und relativ schnell hat sich da dann rauskristallisiert, dass wir großartig zusammenarbeiten können. So. Genau. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke für dir. Sie sein. Und alles Gute für 2022. Gleichfalls. Bis dann. Bis dann. Ciao.